Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Dead by Daylight, natürlich mit dem Yogi. Hallo, Krian. Und natürlich auf einer Indoor-Map. Ja, ich bin im Westflügel. Ja. Ich also, bekomme Herz und Auge und Ruin. Also für uns schon wieder, weil das ist jetzt der vierte? Vierte Versuch. Es wäre der vierte mit Wesker, aber es ist auf jeden Fall der vierte Indoor. Ja, wir hatten die Map. Es ist eine Hack. Ja. Also. Oh, dann war das gar kein Survivor, der gerade da unten lang geschlichen ist, sondern die Hack. Ups. Ist jetzt aber nicht unbedingt die erfahrenste Hack, würde ich sagen. Weil oh, normalerweise. Die Claudette. Aber normalerweise sollte eine Hack nicht unbedingt chasen, im Sinne von hinterherlaufen. Die ist doch auch langsamer, oder? Ja, sie ist nicht langsamer als ein Survivor, aber sie ist einer der langsameren Killer. Ich glaube 110%. Ich meine, natürlich kann sie trotzdem aufholen. Das mit den beiden Perks hast du mitbekommen, ne? Ruin und was anderes. Das, wo man Herz und Auge bekommt, wenn man am Generator sitzt. Das war dumm. Herz und Auge. Ah, Viermonger, ja, verstanden. Genau das. Ja, verstanden. Wenn du das sagst, wird das voll stimmen. Ja. Ich sollte also, ich habe mich in Ruhe gelassen. Setzen. Ah, nee, hat sie nicht. Ich dachte, sie hätte, aber hat sie dann doch nicht. Gibt es? Es gibt auch noch den East-Flügel, oder? Den Ost-Flügel? Ja, gibt es auch. Weil wir jetzt das zweite Mal hier auf der. Die haben doch die Wahrscheinlichkeit hochgedreht, dass wir das mal auf der Map spielen, oder? Ja, würde ich stark von ausgehen, weil es ist halt die neue Map und die wollen sie natürlich. Oh, das habe ich nicht gedacht. Ja, bin in der Dead Zone. Das ist so eine dumme Ecke. Warum ist hier überhaupt diese Riesenecke? Das ist einfach nur nichts. Das ist so bei mir jetzt. Ja, weil du eine Falle ausgelöst hast. Das ist einfach selten dämlich. Diese Ecke hier, du gehst nach links und bist einfach in der Todeszone. Kannst nirgendwo hingehen. Löst noch mehr Fallen aus, mein Freund. Aber es war eine okay Chase, drei Gens fertig. Dumm angestellt, hätte mehr werden müssen. Aber ja gut, also wir hätten eigentlich alle escapen müssen, bis du durch bist, aber Falle zu meiner Rechten. Falle hinter mir an dem Aufstieg. Links. Und Falle hinter mir rechts an der Tür. Ah, okay. Interessierst du nicht. Ist klar. Gehst du mir nach? Ja, du gehst mir nach. Okay. Ja, nice. Danke! Warum solltest du auch die Aggressivität von mir wegziehen? Ja, der ist interessiert keine Sau mehr bei 3 Sekunden Stun. Deswegen nutzt es auch keiner. Das weiß ich natürlich. Weil, warum sollte man Angst vor DS haben? Ist ja... Haben sie ja kaputt gemacht. Falle zu meiner Rechten. Wer fährt mich diesmal ab? Ich komm. Okay. Komm, interessant. Komm. Ich weiß nicht, warum die ausgelöst wurde. Ja, man verliert seinen BT-Status, wenn man halt. Oder irgendwas anderes macht. Oh. Ja, ich bin tot. Ich werde halt zu Tode getunnelt. Ist hier einfach wieder eiskalt hinter dir? Was für ein Drecksloop ist das bitte? Soll ich dich heilen? Kannst du dich heilen? Ich kann mich nicht heilen. Sie macht unten. Sie ist unten. Main Building macht so eine Falle hin.
Ich werde geheilt von Claudette. Ja, ich habe sie. Sie trifft Ich habe sie mal mitgenommen. Geht ja nicht, dass sie dich so tunnelt. Das finde ich nicht okay. Oh, sie hat Autodidact. Sie ist, glaube ich, nicht mehr. Doch, sie ist noch bei mir. Ah. Frenning Tremors. Also wir wissen, Fearmonger, Ruin, Frenning Tremors. Mehr wissen wir aktuell. Links neben mir, direkt vor der Tür, ist eine Falle. Ja, aber realistisch gesehen würde ich ungern retten gehen wollen. Achso, neben mir ist wer. Ich dachte, das wärst du. Nee, ich bin an Jen. Aber ich als einziger, der dead on hook ist, möchte eigentlich nicht in Gefahr laufen. Ja, weil wenn nötig... Klar, aber... Ja, das letzte wird dann wahrscheinlich... Will mich. Danke. Nee, Dexar. Oh, da ist ein Totem. Ich mach dieses Totem mal. Weil, Ich habe hier bei mir auch eins, das mache ich jetzt auch gleich noch. Wenn es doch gerade da ist, bevor ich vergesse, ja, wo es ist. Außerdem kannte ich diesen Totem-Spot nicht. Jo, das mache ich kaputt. Da ist eine Falle, da sollte ich nicht runterspringen. Claudette wird in der Mitte gechased. Also Mitte ist für mich das Main-Teil halt. Ja, da, das ist die Eingangshalle da. Ne? Ja, genau. Sie ist weg von der Mitte. Ich komme auf dieser Map einfach null klar. Es wird sich, glaube ich, noch niemals ändern. Oh, da ist eine Falle. Die könnten wir mal ganz kurz auslösen. Damit sie sie nachher nicht hat. Never mind, das war eine dumme Idee. Sie ist an mir. Ja. Das war ein sehr heldenhafter Tod, Claudette. Das muss ich dir lassen. Das war unglaublich heldenhaft, wie du da runter wolltest, direkt in ihren Schwinger. Ich meine, gut, ich war halt ein bisschen weg. Also es war jetzt nicht so, dass du dadurch mein Leben extrem gerettet hast. Ich würde schon sagen, das war eine Lebensrettung. Es war super Aktion von ihr, auf jeden Fall. Dagegen sage ich gar nichts. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ah, hier ist die Bibliothek. Yo, Sarina, du solltest retten gehen. Yo, Sarina, da kommt ein Killer. Sie ist bei mir. Ich bin auch auf dem Weg zum Retten. Ja, denk dran, da sind 100 pro eine Falle sein. Ich kontrolliere den Boden. Jemand anderes hat eine Falle ausgelöst. Ja, ich... Ich hätte nicht gedacht, dass die auf 2 Meter auslöst. Ja, doch, die haben einen Umkreis um sich. Ja, aber brutaler Umkreis. Also wirklich brutal. Ich kann nicht sagen, wie groß er ist. Ich kann sowas auch nicht einschätzen auf den Maps. Ich weiß nicht, wie viel da ein Meter ist oder so. Mann, hättest du mal getroffen, dann hätte mein Dings ausgelöst. Ich bin wieder unten im Main am Gen. Also wenn du... Du bist eh nicht gechased gerade, oder? Nee, nicht mehr. Gerade nochmal kurz die Chance, weil ich eine Falle ausgelöst habe. Oh, ein Tisha. Hallo, Tisha. Main ist... ich kann die 50. Fallen normalgehend löse ich die aus, ne? Ja. Nur sneaken nicht. Sneaken nicht. Es sei denn, es gibt auch, glaube ich, noch die... Nein, ich glaube, sneaken bist du immer safe. Oh, sie kommt Richtung Main. Ja, ich werde ja notfalls eine Falle machen, wenn sie kommt. 57. Ah, 75. Du mich kurz hab grad schon gedacht, sagt der 57% dann. What the fuck, wie macht er das? Sie kommt! Deswegen hätte ich lieber den Gen durchgezogen, als jetzt wieder sie kicken zu lassen. Der ganze Fortschritt ist wieder weg. Ich kann mich halt nicht heilen.
kann mir nur Zoomies geben. Mehr kann ich nicht machen. Und ich konnte meinen Blast mal nicht aktivieren. Jetzt willst du den Chen halt kicken und dann geht er wieder auf Null zurück und wir hocken wieder eine Stunde dran. Haben wir schon den, ich hänge Leute auf und blockiere dadurch Jens Perk? Glaube nicht. Ach so. Weil den hat sie. Ja, wenn sie aufhebt, ja doch, doch. Das ist für den Tremors. Gehört, wir fassen uns hier mal ein bisschen an. Sie ist hinter dir her gewesen. Mit dem anderen. Deswegen bin ich direkt weggerannt, als ich sehe, es kommen drei Survivor auf mich zu. Ja. Sie kommt jetzt. Oh, da ist eine Falle unten. Ja, sie hat sie ausgelöst. Nice. Jen durchgezogen. Gut, Serena. Ich bin unter da, wo du mich heilen wolltest. Okay, ich bin hinter Ausgang. Ja, gut. Bringt mir jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, ich bin 99 jetzt, dann heilen Claudette und ich uns und dann. Ja, ich komme zu euch. Dann können wir schon mal heilen. Da müssen wir gucken, wo Sabina ist. Ich würde gerne alle rausbekommen. Ja, das wäre. Sie kommt, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Oh, da kommt die Panik, weil ich weiß, dass wenn ich down bin, bin ich tot. Ja, aber sind wir doch nochmal schön rausgekommen. Ich hoffe, dass die Serena es auch rausschafft. Ja, also wenn sie das jetzt nicht schafft, also weil sie Fallen auslöst. Also ich meine, ich habe keine rote Glyphe gefunden, das ist natürlich traurig. Aber würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Du willst nicht gucken, wie sie ihr Leben, um ihr Leben kämpft? Nein, nein, okay. Ja, musst du wissen. Sie kämpft gerade um ihr Leben. Wenn sie jetzt rüberkommt, lang genug wartet und dann losrennt, schafft sie es. Renn doch! Du hast Adrin. Du hast Sprint Burst! Du hättest ja schon lange rausrennen können! Jetzt rennt sie. Ja, jetzt hast du deinen Sprint Burst vermasselt. Sie hat da Fallen hingemacht. Du hättest überleben müssen. Was sie überlegt trotzdem. Hat sie. Nee, das ist relativ weit. Oh. Wenn sie. Als sie die Falle platziert hat, links, muss sie wegrennen mit ihrem Sprinter. Ja, da ist sie raus. Ja. Also das ist jetzt ihre eigene Schuld. Tja. Ist da auf der Seite auch ein Haken? Ja, da ist auch einer. Dann auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Bye, bye.